Hallo Freunde der Schifffahrtsunterhaltung, herzlich willkommen zu Let's Play World of Warships und heute ein Replay eingeschickt von Berserk Trawk in seinem Tier 4 Schlachtschiff Nikolai und wir sehen, ja, er ist hier mal Low Tier, weil es immer noch heißt, oh, mit High Tier da ist es ja immer kein Problem, coole Runden zu zeigen. Nein, hier ist er Low Tier, also von dem her wirklich fein. Ja, und daher bin ich jetzt wirklich sehr gespannt, was er da jetzt reißen kann und natürlich am Anfang wird etwas gespult und wir warten, bis da die ersten soweit beschießbar und offen sind. Er fährt hier Richtung C und man sieht die Höchstgeschwindigkeit 22 Knoten. Das schaut hier nur in der, im Fast Forward schnell aus, sonst ist es wirklich einfach langsam. So. Und jetzt sind wir in der Live-Spielgeschwindigkeit und da hinten ist eine Kirov, auf die er noch nicht kommt. Aber er probiert es mal, ob er vielleicht über die Inseln schießen kann. Probieren kann man es immer, würde ich auch immer empfehlen. Warum denn auch nicht? Aber da hat er einen sogar gesetzt, ich wollte sagen, aber hat nicht geklappt, weil er sich bewegt hat. Ne, einer hat noch darüber gezogen, von dem er perfekt. Bei der nächsten Salve wird es aber deutlich leichter. Man kann auch sagen, so alles ab um die 10 Kilometer ist mit der Nikolai brutal schön. Das macht richtig, richtig viel Spaß. Leider dreht die Kirov da jetzt hier schon weg. So. Schüsse sind da auf dem Weg. Und man sieht hier mal, wie gut die kommen. Oh. Ah, schade. Keine Zitadelle. Aber die sind einfach schön beieinander. Also um die 10 Kilometer, 11 Kilometer. Da macht das Ding brutalsten Spaß. Zumindest die Kanonen, die Geschwindigkeit ist nach wie vor eher meh, aber ansonsten Kanonen einfach göttlich. So, vielleicht jetzt nochmal auf die Kirov ziehen. Jetzt hat er leider nur vorne gerade die Kanone und die Nummer 3, so den dritten Turm parat gehabt. Und jetzt wird er von der Wyoming von vorne angezündet. So, Kirov, ein Treffer, aber leider immer noch keine Zitadelle, die man einfach gern hätte. Problem gelöst. Ah, schade. Also Kirov, die dürfte jetzt mal weg sein langsam. Also jetzt, ja, dann halt so, dann macht es halt jemand anders. Wyoming ist leider jetzt hinter die Insel gekommen. Aber da kommt ja noch eine Phoenix. Und die wäre auch ideal. Aber er muss noch ein bisschen weiter reindrehen, Junge. Dreh rein auf die Phoenix, mach sie weg. Die ist so schön breitseitig gerade. Aber da hat er ein bisschen, das hätte er ein bisschen früher machen müssen. Weil jetzt dreht die gerade komplett weg. Und da hat er leider den nicht mehr so schön erwischen können. Naja, jetzt kommt ja gleich die Wyoming rum. Nur die erste Kanone ist parat. Alle anderen sind noch im Reload. Ja, von vorne zwei Schüsse, aber die prallt ja hier alle gut ab. So, jetzt dreht die Wyoming gerade schön rein, also auch jetzt hier ein bisschen vorhalten, genau, und jetzt weg damit, die könnten gut kommen. Ah, ein bisschen zu weit vor sogar, da hat er die schnelle Fluggeschwindigkeit doch ein bisschen in dem Fall überschätzt, weil er einfach zu weit noch vorgehalten hat, was gar nicht so nötig gewesen wäre. So, jetzt die Langley da gerade am Wegfahren. Die könnte man natürlich rausnehmen. Phoenix ist nach wie vor gut beschießbar, aber immer noch in die falsche Richtung fahrend gefühlt. Aber jetzt einfach mal, ja, die Langley sogar mit einer Zitadelle. Perfekt. Und hier die Torpedos wurden Gott sei Dank schlecht geworfen. Also von dem her
No damage. Jetzt ist wieder die Phoenix so breitseitig, aber jetzt muss er natürlich irgendwann mal abdrehen, weil er sonst einfach in die Insel gefahren wäre. Hätte sonst ein Alcaramba gemacht. Auch nicht toll. So, jetzt hat er zumindest gleich drei Kanonen, die er da zum Schießen hat. Oh, die Phoenix kommt dann noch in seine Richtung. Das ist mutig. One-on-one mit der Kaiser Nikolai als Phoenix. Spannend. Oh, jetzt dreht. Ah, das war zu früh. Das war meines Erachtens noch ein bisschen Ticken zu früh. Ja. Da hätte er jetzt so, jetzt hätte er schießen müssen. Da wäre das locker weg gewesen. Ja, man sieht schon, da ist er teilweise ungeduldig in seinen Schüssen. Da könnte er noch ein bisschen potenziell verbessern. Einfach etwas länger warten, natürlich auch die Fluggeschwindigkeit ein bisschen besser beachten. So, naja, jetzt ist es leider auch schon weg, aber jetzt nochmal auf die Bogue. Man sieht hier 13 Kilometer und 8 Sekunden, also die fliegen wirklich verhältnismäßig flink. So, Bogue. Ja, schön, 10.000 Damage. Damit ist er bei 36, aber ich sag euch, da kommt noch ein bisschen was. Ihr wisst ja, wenn solche Replays genommen werden, dann haben wir in der Regel einen kleinen Damage-Überschuss. Nochmal hinter die Insel knapp gehalten. Aha, Overpenetration. Aber mit dem macht er ihn dann weg. Sehr schön. Zweiter Kill. 40.000 Schaden, zweiter Kill. Also an sich läuft's solide. Oh, die Kuma, auch wieder in einer sehr schönen Distanz. Also von der Distanz der Gegner, da kann er sich nicht beklagen. Nur natürlich der Winkel jetzt nicht so schön. Also da setzt auch eine kleine Salve von unten nach oben, hat man gut gesehen. Super schön. Ja, die Kuma ist auch wirklich sehr, sehr anfällig, was Damage angeht. Da macht es wirklich richtig Spaß, der Kuma zu begegnen. Der Gegner führt aber trotzdem weiterhin noch sehr solide, hat nämlich zwei Caps und führt mit 250 Tickets fast. Na, was ist mit der Furutaka? Auch die ist schön seitlich zu erwischen. Ach, ich würde noch ein bisschen weiter vorhalten. Ja, vielleicht so wie die letzten. Der erste, habe ich so das Gefühl, kommt nicht an. Weil die Furutaka ist nicht so langsam. Ja, sieht man ganz gut. Ich hätte auch hier noch ein bisschen weiter vorgehalten. Da sieht man einfach, dass, ja, so noch ein bisschen in der Übung das Ganze ist. Solide Ansätze, aber so ab und an, da muss man sich einfach auch ein bisschen reinspielen. Kommt natürlich auch immer drauf an, wann man das Ganze spielt, weil wenn man jetzt zum Beispiel die ganze Zeit irgendwelche Kreuzer fahrt oder Zerstörer und dann auf einmal auf die Kaiser Nikolai umändert, da ist natürlich auf einmal alles gefühlt ganz anders. Also das will ich jetzt hier nicht überbewerten und nicht jeder ist immer unbedingt in allem perfekt. Finde ich auch mal sehr schön, mal gefühlt was Normales zu sehen. Aber die schauen besser aus, die schauen wirklich gut aus. Ja, zwei Zitadellen, 17.000 Schaden und auch die Furutaka, wie gesagt, wenn man sie trifft, dann kommen da auch mal schöne Damage-Zahlen zustande. Deswegen ist er jetzt schon bei 75.000. Na, und vielleicht macht er die Furutaka jetzt schon damit weg. Die kommen wieder nicht schlecht.
Ja, und wieder eine Zitadelle. Und die Furutaka, die hat jetzt mal gesehen, was die Kaiser Nikolai so austeilen kann. Und das ist wirklich einiges. Also dieses Schiff ist als Premium wirklich unglaublich gut. Ah, die sind leider in die Insel gegangen. Da muss er nochmal die nächste Salve abwarten. Jetzt kollidiert er hier gleich mit der Kuma. Die wird das jetzt auch schon gleich merken. Und er merkt es auch. So, da gibt es auch schon das Nebelhorn. Aber das ist ja in der Regel nicht weiter dramatisch, aber die, oh, die Wyoming nur 17. Das war auch ein dicker Hit. Ja. Da holt er sich die Krake. Oh ja, New York. Der ist nicht so schnell. Da braucht man nicht so viel vorhalten. Schüsse kommen tendenziell, glaube ich, die kommen ganz gut. Ja, die schauen gut aus. Ah, keine. Keine Zitadelle, aber trotzdem 16.000 Schaden. Das ist halt einfach die Nikolai. Und schauen wir mal, was jetzt passiert. Wieder gut kommend. Ah, wieder 7.000. So, und jetzt mit der nächsten Salve können es auch schon zu Ende gehen für die New York, weil nach wie vor die Fahrt unglaublich breitseitig. Also das muss eigentlich bestraft werden, Junge. Na, hätte ich wieder ein bisschen weiter vorgehalten, aber komm gut. Aber nur 4000 Schaden, das Großkaliber holt er sich auf jeden Fall. Er hat bisher, schaut sich mal, was er noch an Hitpoints hat und der hat noch nicht einmal geheilt. Das ist sensationell. So, jetzt hat hier sein Team auf jeden Fall mal den Punkt A gekappt. So, und er macht es hier auch schön jetzt mit der Panzerung. Das macht er wirklich gut. Der zeigt ihm hier eben nicht seine Breitseite so krass. Ganz im Gegenteil. So, jetzt brennt er wieder, aber er kann sich auch noch heilen. Genau, es macht auch, heilt also da den Brand gleich gegen. Nee, der war zu weit noch vorne. Da musste er eher mittiger auf den Gegner schießen. Brennt jetzt dreimal. Also da wird er jetzt hier von der Tenryu ordentlich behakt. Das ist eher unangenehm, muss man sagen. Der sollte jetzt passen. Die kommen besser, das sehe ich jetzt schon. Daher 10.000 Schaden. Und jetzt macht dann Alcaramba. Der geht hier auf die Insel, ist aber gar nicht doof. Weil jetzt kann die Tenryu nicht mehr so wirklich auf ihn schießen. Und er kann sich erstmal der New York widmen. Also da war der Inselfahrt, der Inselbesuch gar nicht schlecht. Auch wenn er jetzt hier von der New York nochmal einen Satten bekommen hat. Und er weiter mit drei Bränden am Start ist. Aber jetzt eben noch die Tenryu. Aktuell sein sechster Kill. Vielleicht wird die Tenryu ja der siebte. Oh, da kommt sie an. Tenryu natürlich mit Torpedos. Muss man aber ganz klar aufpassen. Ah, der erste war noch nix. Jetzt wartet er recht lange mit seinem ersten Turm. Da die erste Zitadelle. Und wenn die Torpedos hier knapp vor ihm schon vorbeilaufen, sag ich schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Kaiser Nikolai, ein tolles Schiff. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen ja jetzt, ob er die Tenryu wegmacht. Deswegen bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.
gegnerischer Kreuzer versenkt.